Über diese Zweiganhänger freuen sich Jung und Alt. Sie sind einfach zu basteln und sehr preiswert. Die Farbvarianten könnt ihr natürlich selbst zusammenstellen. Viel Spaß in gemütlichen Bastelrunden. Für die Zweiganhänger braucht ihr nun folgende Materialien. Zunächst habe ich hier mal Wattestäbchen. Bei mir sind die noch mit Plastik, die gibt es aber auch in Holz oder Papier. Davon brauche ich 5 Stück. Ich verwerte die jetzt nochmal, ehe ich die in den Müll schmeiße für eine Bastelarbeit. So, dann brauche ich Wolle, dicke Wolle in der Farbe, die ihr möchtet. Ich habe hier mal blau und grün genommen. Dann habe ich hier noch eine weiße Kuschelwolle. Einmal hier so ein Steinchen, eine Blüte, eine Strassblüte. Dann brauche ich unbedingt für einen Anhänger eine Styroporkugel. Diese ist so ein bisschen glänzend. Dann habe ich 9 Stecknadeln. Da stecke ich mir gleich bestimmte Abstände ab. Dann habe ich hier noch kleine Kügelchen in Silber, in Styropor. Dann brauche ich noch zum Aufhängen der ganzen Sache ein Band und eine Nadel. Und für das Ganze ein Alleskleber. Man kann auch einen Heißkleber nehmen, aber wenn Kinder das arbeiten, sollte das auf jeden Fall ein Alleskleber sein. Natürlich gehört auch noch eine Schere dazu, damit wir das alles schneiden können, wie wir das brauchen. So, zunächst nehme ich jetzt mir diese Styroporkugel und die Nadeln. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und zwar steckt ihr hier rundherum mit den Nadeln einen Kranz, und zwar mit 9 Nadeln steckt ihr das so, dass ihr immer einen gleichen Abstand habt. Das erfordert so ein bisschen Übung. Wenn es nicht ganz passt, fangt er wieder von vorne an, so dass das so ungefähr nachher so aussieht. Weil in diese Öffnung hier, wo ich die Nadeln reingesteckt habe, stecke ich nachher meine geschnittenen Wattestäbchen. Genau. So. Und zwar schneide ich diese 10 Wattestäbchen zur Hälfte durch. Dafür knicke ich die mal. Ich weiß nicht, wenn es Holz ist, wird es nicht gehen. Dann müsst ihr das abmessen. Oder beim Papier mit diesen Plastiksachen geht das noch so. Aber ich wollte mir jetzt nicht extra noch andere kaufen. Ich kann die so biegen, dann sehe ich, das ist so die Hälfte. Die schneide ich jetzt alle durch. So, das mache ich mit allen, aber ich zeige euch das jetzt mal. Dann nehmt ihr immer eine Hälfte und schneidet die mit der Schere so schräg an. Das heißt, als wenn die so angespitzt wären. Da müsst ihr aufpassen, dass euch das nicht ins Auge springt. Dafür haltet ihr die Bastelarbeit so ein bisschen schräger nach unten. So, dann ist das hier so ein Keil, dann kann ich den einstecken. Damit die nachher nicht rausfallen oder rausgehen, sondern schön fest sind, gebe ich hier oben an der Spitze jetzt ein bisschen Klebstoff auf. Nimm mir meine Kugel hier, so, und dann positioniere ich nach und nach diese Spieße so leicht rein, damit hier noch so ein schönes Stück übersteht. Wenn ich das mit längeren machen würde, das funktioniert nicht, weil dann würde ich mit dieser Spitze das andere wieder rausschieben. Also brauche ich nur halbe Teile davon. So, das mache ich hier auch nochmal. Dann muss ich den nochmal eben anspitzen. So, dann gebe ich da ein bisschen Klebstoff drauf. Schiebe das jetzt in diese Öffnung. So, und das mache ich rundherum mit den ganzen Einzelteilen. So, jetzt habe ich die Wattestäbchen in die Kugel gesteckt. Die hat übrigens einen Durchmesser von 2,8 cm ungefähr. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Und zwar habe ich als erstes hier ein Fadenende so angeklebt. Jetzt nehme ich den Faden, lege den darunter. Und jetzt webe ich, also drunter, drüber, drunter, drüber.
Zieh den Faden ein wenig stramm, drunter drüber, drunter drüber. Und so mache ich jetzt erstmal ein Stück. Also man muss eine ungerade Zahl nehmen, sonst kommt das nicht aus. Wo ich jetzt angefangen bin, wo es drüber ist, geht es jetzt drunter her. Deswegen wechselt das immer. So, das mache ich jetzt so ein Stück, bis die nächste Farbe kommt. Die blaue Wolle habe ich nun so ein Stück hochgewebt, hier abgeschnitten und an einem Stab festgeklebt. So, ich wollte mit der weißen Wolle weitermachen, die habe ich jetzt von unten festgeklebt. Und jetzt wollen wir mal sehen, jetzt geht's los. Drüber, drunter, drüber, drunter. Da gehe ich nicht so oft, vielleicht zwei, drei Mal, ich muss mal gucken. So, es ist einmal rum. Eins. Ich glaube, ich gehe nur zwei Runden damit rum. So, und klebe das hinten fest. Ich schneide den Faden ab. So, und dann klebe ich ihn fest. Ich finde diese Wattestäbchen, die erinnern mit ihrer Watte so ein bisschen an die Winterzeit. So, ich muss das jetzt einen Augenblick festhalten noch. Oder ich lege es mal so hin, damit der Faden auch festklebt. Mittlerweile, also ich kann das noch mal so ein bisschen richten. Die Wattestäbchen lassen sich noch so ein bisschen bewegen. Derweil kann ich hier vorne schon mal so eine Perle oder so ein Strassstein oder was immer ihr auch an Glitzersachen habt, aufsetzen. So, das finde ich sieht schön aus. Und wenn der Faden jetzt getrocknet ist, nehme ich die einzelnen Kügelchen, nehme ein bisschen Klebstoff auf jede Kugel und positioniere sie oben auf das Wattestäbchen. Ihr könnt das natürlich auch so lassen, aber ich finde es ganz schön, wenn es noch so ein bisschen glitzernden Abschluss hat. Das mache ich jetzt rundherum. So, ihr könnt so einen Zweiganhänger im Grunde auch irgendwo anlehnen, aber wenn ihr ihn, wie ihr sagt, Anhänger natürlich auch aufhängen. Dafür müsst ihr hier ein Band durchziehen, ein Nähband. Und schon habt ihr den Aufhänger dran. Möchtet ihr noch neue Bastelideen von mir kennenlernen? Dann abonniert doch meinen Kanal, denn dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Bastelvideo am Start ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.